Arschkack, Junge! Vlogging Time! Das ist schon am Filmen? Ja. Das muss ich jetzt sagen. Das ist das erste Mal so. Sag nochmal hoi. Hoi. Unser Flug hat Verspätung. 55 Minuten. Wir sind uns ja gewöhnt, weil du mich viel mehr nicht da fremde Leute. Mhm. Wir haben immer Verspätung, wenn wir von Amsterdam. Ah, wir gehen auf Amsterdam. So, by the way, müssen wir vielleicht mal erwähnen. Von Amsterdam zurück hat man auch immer Verspätung, von dem wir hier. Wir sind Galma. Weißt du, Leute zahlen für so Content. Wir machen es gratis. Zeigen bewegen! So kann ich saufen. Turbulent! Okay, und jetzt nach der Tür. Wir nur noch holländisch geredet. Hat ja auch die Scheibe sitzt auf ihr Haupt. Der Scheibe. Der Scheibe. Der Scheibe. Popcorn im Burger King, aber... Mit Fußball. Psst, don't tell Burger King. Burger King, wenn du das Video siehst, skip. Spur so 10 Sekunden füllen. Ja. Und Fußball. Pop Schweiz. Geht's umdrehen. Oh! Pop Schweiz. So blöd. Angst. Ich bin meine Ohren hinter den Haaren. Oh, Ohren hinter den Haaren. Ja, rühr mich an. Ja, warte. Ja, aber kannst du fangen? Ich selber. Ja, das geht dann wieder. Ja. Alter. Alter, du rührst aber auch so scharf. Ja, soll ich so? Oh, ich schaue, dass wir Zug nicht verpasst. Mhm. So wie vorher. Wir haben den Zug verpasst, weil die Madame da hat mir das App updaten. Ah, ist wegen dem Gefühl? Ich hätte doch sehr früher gesehen, ich hätte doch seine Tiere schon gesehen. Wow. Scheiße. Jetzt gibt es eine kurze Werbung. La 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 la. FY. FY-Menti. Cringe. Charlie, die Menschuhe, durch gibt's grosse Löcher. Eine schöne Dame. Vamos! Schon filmen? Ja. Okay. Ich habe im Fall Lust auf ein Glas. Es gibt einen Laden, der heisst Yamin. Wie? Yamin. Was heisst das? Nichts, der Laden heisst einfach so. Aha. Und dort gibt's vielleicht heisst der Erfinder. Yogurt. Oh, Frozen Yogurt ist fire! Den kannst du so, das ist einfach super geil. Es ist recht gross. Ja. Und du kannst so Geschmäuse drin tun selber, oder? Aber du kannst auch sagen, was du drin haben willst. Ja, aber du kannst einfach sechs Sachen drin tun. Findest du es weird gefilmt werden? Nein, im Fall gar nicht. Nicht? Nein, könnte ich mich daran gewöhnen. Gibt es da etwas? Nein, da kann ich mich daran gewöhnen. Okay. Irgendwann hat es eh alles ein bisschen leichter um mich herum. Das muss ich mir halt auch gewöhnen. Mm, ja. Bescheiden ist sie, gell? Am Boden bleiben. Am Boden bleiben? Boden. Schau mir, wir sind in die Schuhe. Und die gleiche Hose. Endlich. Cool. Und endlich Jacke. Wir sind eben Kappengoals. Kappengoals? Das ist jetzt zum Beispiel. Das nennt man Krachten. Aber das ist nicht so schöne Krachten. Nicht. Warum läufst du jetzt so genau in sein Bild? Sorry. Er hat gesagt, kein Problem. Ja, hat er gesagt. Aber ich glaube, das war kein Holländer. Ich glaube, das war ein mieser Tourist. Ich habe ja nicht oft Bargeld. Ich habe eigentlich nie Bargeld. Aber für mich ist, wenn ich Bargeld habe, und die Leute können mir sagen, das stimmt. Ich weiss, dass das Leute auch so empfinden. Also wenn du Bargeld hast, dann ist es wie Spielgeld. Es ist wie so ein Monopoly-Geld. Wenn du es ausgibst, das macht wirklich keinen Minus. Es ist ja wie schon weg von deinem Konto. Ja, drum. Drum und darum macht es keinen Unterschied mehr, sozusagen. Darum ist ja als Karte so gefährlich. Du siehst ja nicht visuell, was du ausgibst. Doch, eben. Ja, aber nein. Ich finde, ich schaue viel öfters, wie viel habe ich noch auf dem Bankkonto. Wie das Kessel, das ich dir in der Hand. Das Geld, das existiert für mich nicht in meinem Vermögen. Ja, ja, voll. Mit dem rechnest du nicht. Du rechnest nicht mit dem. Nein, das habe ich nicht drin in meinem Vermögen. Ja. Und darum ist es, wenn ich es ausgibt, macht es für mich wirklich keinen Verlust. Und darum ist es egal. Darum ist es für mich, wie wenn ich Bargeld habe, ist es für dich Spielgeld und das kann ich so ausgeben. Ja. Und darum haben wir jetzt kein Glas gekauft, obwohl wir vorher so groß für das Geld haben. Weil ich wollte Bargeld zahlen und nicht 4 Franken 50, nein, 4 Euro 50 Cent mit Karten zahlen. Weil 4 Franken 50 vom Bankkonto weg, das merkt man, aber 4 Franken 50 mit Münze zahlt, merkt man nicht. Man ist sogar noch froh, weil es dann nicht mehr so nasty im Portemonnaie ist. Genau, genau. Ja. Es ist eigentlich mehr so, du willst loswerden, aber es ist nicht ausgehen, sondern es ist einfach ein Loswerden. Ui! Ja, so eine hat es noch Kitsch? Ich schwöre. So schön. Es ist nur so ein Tulpenmeidchen. Ich bin das Tulpenmeidchen. Ja, Tulpen.
Aber... Geil. Wir haben es gerade davon gehabt, dass bei mir in der Familie, ich bin die Jüngste von meinen Geschwistern und halt auch ein bisschen von meinen Großeltern und von meinen Eltern und so. Und ich bin auch die Kleinste. Und das ist für mich wirklich komisch, wenn du als Tochter grösser bist wie deine Mami. Oder als dein Papi sogar, weiss ich nicht. Das ist so mega weird, weil sogar meine Grossmami ist grösser als ich und mein Grossvater eh auch. Zum Beispiel die Lili. Hi Lili. Sie ist grösser als ihre Mami. Und ich finde das mega weird. So, wie kannst du grösser sein als jemand, der älter ist wie du? Weißt du, sie ist ja erwachsener als du. Ja, aber sie ist einfach grösser. Aber ich bin nicht so klein. Ich bin 1,70. Okay, 1,70 ist wirklich nicht klein. Ich bin so normal, sagen wir. Aber halt, meine Mami ist 1,78. Und meine Grossmami glaubt auch irgendwie so etwas. Ich schau zeigen, wir sind hier in Leiden. Wir sind in Leiden. Holländisch. Und hier hat es schöne Boote, so Hafen, Restaurants, Spitzeli. Schöne Häusle, farbig. Und wir dürfen jetzt Döner essen. Döner essen. Das geht da vorne rechts. Aha. Neben McDonalds. Und der ist crazy. Ich habe ihn sehr fein gefunden. Und mein Cousin hat gesagt, Döner in der Schweiz ist grusig. Oh, das heisst, es ist so ein Battle auch wieder. Ja, es ist sehr ein Battle. Darum nimmt sich jetzt wunder, dass du empfindest. Ich bin halt okay. Bin kein Master, was um Döner geht. Ich bin ja recht. Oh, jetzt ist schon umgekehrt. Uiuiui. Nicht lachen. Nicht lachen. Sonst nimmt sich jetzt dann gerade Instant Karma. Also, first erste try. Ja. Das nennt man Broached Döner. Also, dann wollen wir mal, hä? Mhm. 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 Brot krass. Mhm. Soße supported Fleisch. Mhm. Das ist ein komisches Stückchen Fleisch verwünscht gerade. Okay, aber 6 Euro, hä? 6 Euro, warte, ich muss noch einen nehmen. Aber ist nicht gerade halb, ich muss auch noch essen, ich kann nicht allein essen. Ich will auch noch ein bisschen mit dir zusammen essen. Meine ist da, wartet er auf mich. Also er ist gut. Ja, aber? Ich glaube das Fleisch, das merkst du, aber das Schweizer Fleisch nochmal anders hittert. Okay. Also das ist ein guter Döner auf jeden Fall. Jetzt muss ich auch noch ein bisschen. Okay. Mhm. Oh, bei mir geht jetzt schon alles zu. Weißt du, was fehlt? Was? Ein bisschen trinken. Ja, ich habe es vorher gedacht. Es war ein bisschen trockener Biscuit, wo wahrscheinlich der Hitze gibt. Ich merke, dass meine Atemwege nicht mehr so gut funktionieren. Schmecken tut er fein. Oh nein. Da haben wir etwas verloren. Noch ein Biss. Oh, fast runtergefallen, hast du gesehen. Was ist dein Rating, dein Endergebnis? Letztes Mal habe ich ein bisschen feiner gefunden. Okay, wieso? Was war anders? Es könnte sein, dass ich ein bisschen Alkohol-Intus hatte. Ah, ja. Und mein Cousin hat es mir bestellt. Also vielleicht hat er wie noch etwas irgendwie extra oder was er immer macht. Aber ich finde das Brot eben wirklich mega geil. Es gibt ein Spiel. Das heisst so 3-2-1. Nachher muss jeder einfach ein Wort sagen. Wie heisst es? 3-2-1. Heisst es so? Nein. Nicht. Ich habe es so benannt jetzt. Du tust von 3 auf 1 runterzählen. Und dann musst du das Wort sagen, das dir als erstes in den Sinn kommt. Nachher musst du anhand von diesen 2 Wörtern, die du gesagt hast, wie probieren, das gleiche Wort zu sagen. Also du musst wieder checken, was könnte jetzt mit diesen 2 Wörtern... Das, was am nächsten passt. Ja, was passt eigentlich. Ja. 3, 2, 1, Stuhl. Böxli. Mit Böxli meine ich so Blut auf Böxli. Ja. Und ich sage Stuhl. Mit Stuhl meine ich das, was drauf sitzt. Okay. Stuhl, Böxli. Stuhl und Böxli. 3, 2, 1, Studio. Stuhltanz. Kennst du Stuhltanz? Ja, der mit anderen sitzen. Ja. Ja, kenne ich. Stuhltanz und Studio. 3, 2, 1, Musik. Der ist stark. Das ist eine gute Runde. Ich habe gewusst, dass du Musik sagst. 3, 2, 1, Kappe. Also Tür meine ich... Von... Ich meine so ja, Kappe, die mir Tür meine ich nicht von Geld, sondern von Tür. Ja, ja, ja. Warte! Okay. Okay, doch. 3, 2, 1, Fenster. Kalt. Fenster kalt. Okay, Fenster kalt. 3, 2, 1, Winter. Beschlagen. Winter beschlagen ist gut. 3, 2, 1, gefroren. Gefroren und Eis. Gefroren und Eis. Ja, das macht Sinn. Ich habe nichts. Doch. 3, 2, 1, Glassig. Glasse ist auch gefroren und eisig. Ja, okay. Rutschig. Glasse und rutschig. 3, 2, 1, Schlittschuhendle. Das ist super stark. Jetzt ich eben so. Ich muss nichts drehen. Musst... So. Ja. Okay. Also, weil ich sonst immer rede, du jetzt nur mal erklären, was wir vorher gemacht haben und was ich will sagen. Also, wir sind gewesen, wie hat das geheißen, das Museum? Corpus. Und da hat es so einen Rundgang gegeben. Und da geht es um den menschlichen Körper. Da wird einem alles erklärt, wer was zu tun hat im menschlichen Körper. Und die roten Blut... Körperli, das sind absolute Macher. Das sind absolute Macher. Und die wissen auch. Da gab es Bilder am Schluss, wo man so, die kennen sicher alle, wo man so 2 Sachen in einem Bild sehen kann. Das blenden wir jetzt ein, das haben wir gesehen hier. Genau, und dann hat man die Frau gesehen.
eine alte Frau und eine junge Frau. Und ich habe beide gesehen, wenn ich mich ein bisschen konzentriert habe. Aber die Madame... Ich nicht. Absolut nicht. Und nachher sind sogar noch so andere Leute gekommen und haben es mir auch noch probiert zu erklären. Und ich habe es einfach nicht gecheckt. Ich sehe es immer noch nicht. Darum wenden wir jetzt das Foto, dass ihr das seht, was wir, dass ich es nicht sehe und ob ihr es seht. Weil ihr nur seht und ich sehe es einfach nicht. Wir sind am Strand. Es sieht aus wie eine Wüste. Also es ist halt Sand, aber es sieht kalt aus, kalte Wüste. Alter, kalt. Es ist ja so grossräumig. Oh, da ist ein Schiff. Es ist anspannend, Junge! Es sieht aber schon aus wie eine Wüste. Gell, warte! Ja, Junge! Oh nein, au, au, au. Wahrscheinlich hört man auf der Kamera ein bisschen Wind. Ein bisschen, wahrscheinlich macht es auch so. Tun wir da schreiben. Sand. Vorne. Was du schreibst, Fee? Ich hätte jetzt nur Annika geschrieben, aber ich kann auch Fee schreiben. Sand. Oh, mein Rücken ist voll geschlecht! Oh, in der Wind ist wirklich krass. Ja, das ist wow.